Drei Libanesen, darunter ein hochrangiges Mitglied der Hisbollah, wurden bei Zusammenstößen zwischen militanten schiitischen und sunnitischen Gruppen in Beirut getötet. Der Konflikt entbrannte, als Anhänger der schiitischen Hisbollah und andere von der sunnitischen Al-Achbash-Fraktion im Zentrum von Beirut das Feuer aufeinander eröffneten. Die libanesische Armee patrouillierte in den Straßen des betroffenen Viertels und brachte die Lage wieder unter Kontrolle. In der eskalierenden Auseinandersetzung wurden Maschinengewehre, Raketen und Granaten eingesetzt, so berichteten übereinstimmend mehrere Zeugen. Zwei der Getöteten gehörten der Hisbollah an, einer der Al-Achbash-Fraktion.